So, liebe Freunde, herzlich willkommen heute Abend zu unserem weiteren Gespräch mit Herrn Peter Weiß. Wir von der Organisation Deutsch-Albanische Akademiker in Hamburg und von OASA, Organisation albanischer Studenten und Alumni in Berlin, begrüßen euch recht herzlich. Heute Abend wollen wir mit Herrn Weiß von der CDU in Baden-Württemberg ein Gespräch führen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch die anderen politischen Parteien bzw. alle politischen Parteien bei uns haben und so eine Veranstaltung machen. Herr Weiß, es ist üblich bei uns und Tradition, dass wir das Wort an den Gast übergeben, damit er sich kurz vorstellt und sein Wirken erläutert. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Abend. Als ich gefragt worden bin, ob ich für eine solche Veranstaltung zur Verfügung stehe, habe ich gleich Ja gesagt, weil ich persönlich durch meine politische Arbeit auch mit dem Westbalkan viele Berührungspunkte hatte. Ich war etliche Jahre Vorsitzender der Parlamentariergruppe Südosteuropa des Deutschen Bundestages. Da habe das alles zu Beginn der vorletzten Legislaturperiode bereits abgegeben wegen anderer Aufgaben. Hatte mehrmals über das internationale Parlamentarierstipendienprogramm des Bundestages junge Damen und Herren aus verschiedenen Westbalkanländern als Praktikantinnen bei mir und Praktikanten in Berlin. Das Zweite ist, ich bin im Kirchenbereich sehr engagiert. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Maximilian-Kolbe-Stiftung, eine Stiftung, die von der Deutschen und Polnischen Bischofskonferenz errichtet worden ist, um den Versöhnungsgedanken in Europa zu unterstützen. Und da haben wir auch mit dem Thema Versöhnungsarbeit auf dem Balkan bereits etliche Veranstaltungen durchgeführt. Zuletzt war unser größtes Projekt, mitzuhelfen, dass das ehemalige Konzentrationslager Spasch in Albanien als Gedenk- und Erinnerungsstätte erhalten bleibt. Und ansonsten bin ich im Deutschen Bundestag schwerpunktmäßig für das Thema Arbeitsmarkt und Sozialpolitik zuständig, bin der Vorsitzende der entsprechenden Arbeitsgruppe der CDU-CSU. Und beim Arbeitsmarkt beschäftigt uns zum Beispiel zurzeit aktuell, ob und wie wir eventuell die sogenannte Westbalkan-Regelung, die ja im September diesen Jahres auslaufen würde, verlängern. Also wenn Sie auch dazu Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich finde, das war doch ein guter Übergang. Vielleicht können wir ja gleich damit anfangen, weil natürlich viele unserer Leute oder in unseren Vereinen Studenten sind, die dann hochqualifizierten Job suchen oder auch hochqualifizierte, wir haben jetzt in Hamburg zum Beispiel Lehrkräfte nach Deutschland geholt, die wirklich extrem gut ausgebildet sind. Viele fragen auch, wie das läuft mit dem neuen Einwanderungsgesetz, wo es da Schnittstellen gibt und Schwierigkeiten. Im Rahmen von Corona hat es ja jetzt nochmal eine ganz andere Brisanz bekommen. Und wo liegen denn da die Schwerpunkte der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland vielleicht in diesem Arbeitsfeld erstmal als Einstieg, bevor wir zu den anderen Themen gehen? Ja, wir haben uns für die Ratspräsidentschaft, die ja mit dem 1. Juli beginnt, viel vorgenommen. Und sind natürlich jetzt in dieser Ratspräsidentschaft auch durch das Thema Corona stichweg mitgeprägt. Deswegen wird ein Schwerpunkt sein, die gegenseitige Hilfe und Unterstützung der europäischen Staaten, um aus diesem tiefen Einschnitt, den unsere Volkswirtschaften derzeit erleben, wieder herauszukommen durch entsprechende Konjunktur- und Investitionsprogramme. Deswegen wird es sicherlich auch ein Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft der Deutschen sein. Wenn Sie die Außenpolitik ansprechen, Sie alle wissen, dass ein stocken geratener Dialog mit den Ländern des Westbalkans durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Initiative für den Berliner Dialogprozess wieder in Gang gesetzt worden ist. Und deswegen wird, was den Westbalkan anbelangt, hier die Intensivierung dieses Dialogprozesses auch ein Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft sein. Wenn Sie zum Arbeitsmarktpolitik etwas wissen wollen, muss man aus heutiger Sicht sagen, es ist zurzeit schwer zu beurteilen, wie sich der deutsche Arbeitsmarkt wirklich entwickelt.
Wir haben ja dieses bewährte Instrument der Kurzarbeit, was intensiv genutzt wird, was zeigt, die Betriebe entlassen nicht, sie behalten ihre Leute, weil sie der festen Überzeugung sind, dass in wenigen Monaten es wieder aufwärts geht und sie die Leute auch wieder beschäftigen können. Das ist toll. Die Arbeitslosigkeit steigt eigentlich ausschließlich deswegen, weil die Betriebe sich scheuen, neue Leute anzustellen. Also zurzeit haben junge Leute, die neu einen Job suchen, ist verdammt schwer, weil die Betriebe sagen, wir wagen zurzeit keine Neuanstellung. Befristete Arbeitsverträge, die auslaufen, werden nicht verlängert. Daraus resultiert im Wesentlichen der Anstieg der Arbeitslosigkeit. Jetzt hängt natürlich alles davon ab, wie schnell kommen wir aus dieser Krise heraus. Sie hören und lesen ja auch die Nachrichten dazu. Es gibt dazu unterschiedliche Einschätzungen. Die Wirtschaftsweisen rechnen aber damit, dass ab dem Sommer diesen Jahres es wieder aufwärts geht, wir aus der Talsohle durchschritten haben. Der IFO-Geschäftsindex geht nach oben, als die Erwartungen der deutschen Geschäftsleute und Unternehmen, was die Zukunft anbelangt, kehrt sich wieder ins Positive. Das ist alles erfreulich. Wir wissen nur nicht, wie lange es dauert, bis wir aus der Talsohle, in der wir jetzt drin sind, rauskommen. Was den Arbeitsmarkt in Deutschland anbelangt, bleibt aber die Grundproblematik. In den nächsten 30 Jahren, oder 30 ist sogar zu viel gesagt, die nächsten 10 bis 15 Jahren, werden geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen, also raus aus dem Arbeitsleben, freuen sich auf den Ruhestand. Und wir werden den daraus resultierenden Fachkräftebedarf inländisch nie und nimmer befriedigen können. Und deswegen ist für die deutsche Wirtschaft essentiell, dass wir den Arbeitsmarkt auch für ausländische Arbeitskräfte öffnen. Und da ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was seit 1. März in Kraft ist, ein wichtiges Instrument. Wie es eben heißt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das heißt, Leute mit einer akademischen Ausbildung, aber auch Leute mit einer fachpraktischen Ausbildung, die so ungefähr dem entspricht, was in Deutschland ein Facharbeiterbrief oder eine Gesellenprüfung ist, haben freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Und das gilt natürlich für alle, auch für die qualifizierten Fachkräfte aus den Ländern des westlichen Balkans. Ein wichtiges Instrument dazu wird sein, dass wir mit der Deutschen Bundesagentur für Arbeit sogenannte Vermittlungsabsprachen mit entsprechenden Entsendeländern machen, bei der dann sehr gezielt Leute angeworben werden, eben auch nachqualifiziert werden und auf konkrete Arbeitsplätze vermittelt werden. Wegen Corona sind diese Gespräche allerdings jetzt zunächst mal in Stocken geraten. Und werden dann erst wieder aufgenommen werden. Aber wenn jemand von sich aus frei einen Arbeitsplatz suchen will, kann das selbstverständlich tun. Und wenn er Erfolg hat, toi, toi, toi. Was mich interessieren würde, also vielleicht kurz, um den Dialog zu pflegen. Inwiefern ist dieses Visa-Regime, das ja aufgehoben werden sollte, inwiefern ist das ein Nachteil oder eine Blockade im Vergleich zu den anderen Staaten drumherum? Und wäre das nicht an der Zeit, also wenn wir natürlich über Arbeitsmarktreform reden. Ich kenne unzählige Leute, die gut ausgebildet sind, die aber sagen, mich interessiert auch eine Ausbildung in Deutschland, aber die nicht kommen können wegen dieser Visa-Blockade. Also beißt sich das nicht ein wenig? Ja, in Baden-Württemberg wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wo Sie herkommen, weil da ist ja eine unglaubliche Community. Vollkommen richtig. Es bleibt das Problem, ich muss das Visum beantragen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Arbeitsmarktpolitiker, ich bin nicht glücklich darüber, wie das bei den Visa-Stellen bei den deutschen Botschaften und Konsulaten läuft. Deswegen haben wir im Deutschen Bundestag, als wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen haben, auch ausdrücklich eine Resolution beschlossen. Wir fordern das Auswärtige Amt auf, in diesen Fällen der Arbeitsmarktzuwanderung dafür zu sorgen, dass das schneller geht. So, zweiter Punkt ist der Visumzwang für die Kosovaren gerechtfertigt? Ne? Das ist das, was Sie interessiert. Meine persönliche Auffassung ist, nein. Verbrecher und Gauner kommen so oder so. Ja? Die ehrlichen Leute werden abgehalten durch das Visumregime. Aber wenn Sie natürlich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen, die Innenpolitiker sind, diskutieren,
werden die Ihnen ein bisschen eine andere Sichtweise erzählen. Und innerhalb der Europäischen Union ist auch nochmal so, dass da verschiedene Staaten das unterschiedlich betrachten. Also, was mich persönlich anbelangt, und ich trage das bei jeder Gelegenheit vor, ich würde das Visumregime, was den Kosovo anbelangt, aufheben. Und jetzt, Sie kennen den Kosovo besser als ich. Der Kosovo ist in Europa das Land mit der jüngsten Bevölkerung. Wir wissen, dass diese vielen jungen Leute im Land selber gar nicht genügend Beschäftigung finden können. Ich finde, es ist für die jungen Leute gut und es ist für das Land gut und für Europa gut, wenn wir jungen Kosovaren, die eine gescheite und gute Ausbildung machen und die arbeiten wollen, die Möglichkeit auch geben. Kosovo ist dank seiner Bevölkerung, seiner Struktur dringend auf die Diaspora angewiesen. Und wir suchen Arbeitskräfte, gute. Und die Westbalkan-Regelung, über die wir so gerade gesprochen haben, die wird, also die Unternehmen, die Westbalkan-Regelung nutzen, sagen alle, wir bekommen gute, motivierte, fleißige Leute. Ja? Dann sagen sie manchmal dazu, und irgendwo anders finde ich solche Leute gar nicht. Aber die haben auch Schwierigkeiten mit diesem Visa-Regime, also als Arbeitgeber. Das hören wir oft so. Wir müssen ja zu lange warten. Ja. Wenn dann die Saison zu Ende ist, brauchen wir die dann vielleicht doch nicht mehr oder das ist nicht mehr so einfach, die einzustellen. Anerkennung von Diplomen, weiterführende Studiengänge sind auch nicht so einfach. So und ja, auch Schwierigkeiten zum Beispiel zum Teil nur um deutsche Sprachdiplomtests vor Ort zu absolvieren, weil es nicht genügend Kapazitäten gibt. Also ganz viele. Ja. Woran liegt es, dass es nicht aufgehoben wird? Also Sie sagten jetzt Europa, Sie sagten jetzt Innenpolitiker. Hat man da einen Plan oder eine Idee oder ein Konzept für diese Phase der EU-Ratspräsidentschaft? Wird Deutschland da vorwärts gehen oder vorwärts schreiten? Vielleicht auch unter CDU-Führung auf europäischer Ebene zu sagen, so jetzt muss etwas passieren? Also ich sage mal so, es ist einfach eine Lage, die durcheinander ist. Ja? Es gibt dazu zu viele Meinungen und Auffassungen. Ja? Ich weiß, dass auch in der Union, also in der CDU-CSU, diejenigen, die sich mit Außenpolitik beschäftigen und mit Westbalkanpolitik beschäftigen, allesamt meiner Auffassung sind, Aufhebung des Visa-Regimes. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt in dem halben Jahr, in dem Deutschland die Ratspräsidentschaft hat, diese Position sich auch durchsetzt, weil sie vernünftig ist. Und Sie haben vollkommen recht. Ein deutsches Unternehmen, das einen Kosovaren anstellen will, wartet nicht ein halbes Jahr und länger, bis er endlich einreisen kann. Dann sucht man sich ja eben jemand anders. Und ich könnte genügend Beispiele erzählen und das ist massiv ärgerlich. Wenn wir die Westbalkan-Regelung fortführen, die ja es auch ermöglicht, dass auch Leute ohne die Formalqualifikationen kommen, da können ja auch Helfer kommen. Und wir sind uns eigentlich auch einig nach der Besprechung der letzten Woche, dass wir diese Verlängerung machen wollen, ohne jetzt an der Qualifikation was zu ändern. Aber wir werden vielleicht eine Verlängerung machen, in der wir Kontingente festlegen. Und dann, das ist mein Punkt, muss gewährleistet sein, dass für dieses Kontingent auch real die Einwanderung nach Deutschland möglich ist. In welchem Rahmen bewegt sich das, um jetzt nachzufragen, wenn wir schon so aktuelle Nachrichten bekommen? So, was heißt denn ein Kontingent? Wie muss ich mir das vorstellen? Zahlenmäßig. Also, dass man sagt, 20.000, 25.000 pro Jahr aus dem Westbalkan können nach Deutschland zum Arbeiten kommen. Und für da wird auch dann dafür gesorgt, dass das Visum kommen, tatsächlich herkommen. Also nicht eine theoretische Zahl, sondern das soll die echte Zuwanderungszahl werden. Ja? Also du wirst wesentlich mehr Anträge haben, ne? Damit du auf die 25.000 kommst. So. Das steht jetzt noch nicht fest. Das wird doch unter den Ministerien etwas strittig diskutiert. Aber das könnte die Lösung sein, Verlängerung mit einer Kontingentzahl. Okay, und ich frage nach, 25.000 für den ganzen Westbalkan, also für alle Staaten oder 25.000, ich sage jetzt mal für den Kosovo, bei 40.000 Visa-Anträgen, die man in Pristina hat und wo man zum Teil, glaube ich, 2 Jahre wartet, wenn man Pech hat für ein Arbeitsvisum. Ja, so, 25 ist ja nicht viel, würde ich jetzt mal sagen. Machen Sie Folgendes. Machen Sie einfach gleich zwischen den gestellten Anträgen
Ja. und der Zahl derer, die tatsächlich eingereist sind, ja, Ja. dann sind sie ungefähr bei der Zahl, die ich genannt habe. Ja, Also, okay. deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, wenn wir ein Kontingent machen, ein Kontingent über eine Zahl, die tatsächlich auch zu uns kommt in diesem Jahr. Ne? Aber viele kommen auch nicht, da weiß, weil das zu lang dauert. Die Ja. geben dann unterwegs auch auf. Wenn, Ja. keine Ahnung, ich kenne ein Beispiel aus Eppingen. Wild Kartoffel, Riesenunternehmen, sucht Saisonarbeiter für die Ernte, stellt viele Leute ein während der Ernte, kriegt aber kein Visumsverfahren in der Zeit, wo es nötig ist. Da gehen dann gleich mal 200, 300 Leute weg. Die fallen dann aus der Statistik raus, obwohl die eigentlich ja gekommen wären. Das sind Ja. dann in den administrativen Bereichen. Oder Studenten und Akademiker, vielleicht sind, also vielleicht muss man auch über die Kriterien der Auswahl nochmal nachdenken. Ich verstehe diese Regulierungskomponente und Sicherheit, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das so kompliziert ist, vielleicht Hotelfachmann zu werden oder Altenpfleger oder keine Ahnung, einen normalen Job zu haben, einen Arbeiterjob, dann irgendwann gebe ich auch auf. Also ich warte auch nicht 18 Monate auf irgendetwas. Familienzusammenführung 18 Monate. Ja. Aktueller Stand der Dinge. Also so da, wenn ich einen zweijährigen Arbeitsvertrag wie bei einer Firma im Badischen irgendwie Karlsruhe habe, aber 18 Monate auf eine Familie warten muss, passt nicht. Also das beißt sich ein bisschen. Zu der politischen, also ich habe jetzt mal die Visa-Liberalisierung Ja, das positiv. ist vollkommen richtig. Zu der politischen Situation, wie würden Sie die Lage gerade so auf dem Westbalkan einschätzen? Und was müsste eigentlich geschehen, damit EU-Integrationsprozesse aus Ihrer Perspektive oder vielleicht auch aus der Perspektive der CDU verbessert werden? Weil auch die Innenpolitiker in ihren Reihen haben ja bestimmte Bedenken. Also, ich will das mal so zusammenfassen. Eigentlich reden wir seit vielen Jahren über die immer gleichen Dinge. Und eigentlich ist das schon langweilig. Ich will mal bei meinen persönlichen Prioritäten anfangen. Schauen Sie, wir sind mit der Adenauer-Stiftung, der Ebert-Stiftung, den anderen politischen Stiftungen ja auf dem Balkan intensiv tätig in politischer Bildungsarbeit, oft in Verbindung mit konkreten Partnerparteien. Aber wenn man sich das Verhalten der Politik auf dem Balkan anguckt, dann hat sich das nicht geändert. Gerade was die politische Kultur anbelangt, ist das eigentlich für uns Deutsche und für viele in Europa befremdlich, wie man auf dem Balkan zwischen Regierung und Opposition und in der Politik miteinander umgeht. Da würde man große Aha-Effekte auslösen, wenn sich da etwas ändern würde. Das Zweite ist, ich verstehe die Ungeduld der Menschen auf dem Balkan und auch der Politiker, aber die veranlasst ein bisschen sehr viel, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Also, gerade um sozusagen an den Hauptmängeln, was eine Integration, EU-Integration anbelangt, anzusetzen, haben ja gerade wir als CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag beschlossen und zur Bedingung gemacht, dass man zum Beispiel mit den Rechtsstaatskapiteln beziehungsweise mit den Kapiteln zur gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeit die Verhandlungen beginnt. Und wenn man jetzt die Verhandlungen sich anguckt, dann muss man sagen, trotz vieler formeller Reformen, die im Gesetz stehen, ist die Praxis, was die Rechtsstaatlichkeit anbelangt, nicht besonders verbessert worden. Das wird aber in den Ländern auf dem Balkan gar nicht diskutiert. Da diskutiert man darüber, also das mit Europa klappt nicht, weil die Europäer unter sich nicht einig sind oder weil die einen uns doch nicht wollen und die anderen nicht wollen. Und in Serbien kommen dann welche auf die Idee und sagen, da müssen wir doch vielleicht ein bisschen mehr mit den Russen machen, um den Europäern Angst zu machen. Also man tut eigentlich mit so Nebensächlichkeiten die politische Diskussion bestreiten und tut vom eigentlichen Thema, um was es geht, bei der EU-Integration ablenken. Das finde ich verstörend. Und das hat man manchmal den Eindruck, na, tun eigentlich die politischen Eliten und auch die Öffentlichkeit in diesen Ländern sich wirklich mit den Kernthemen, was den europäischen Integrationsprozess anbelangt, beschäftigen oder weichen sie nicht auf Nebenthemen aus? Und das dauert eigentlich schon die ganze Zeit so. Aber was macht man konkret, wenn man merkt, also mich würde zum Beispiel jetzt als deutscher Staatsbürger mit einem kosovarischen Pass, der auch im Kosovo wählen kann, mich interessiert,
Zum Beispiel, wir haben politische Stiftungen, Sie nannten das, wir hatten auch den ehemaligen Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung schon im Gespräch. Wie ist denn auch die Rolle dieser politischen Stiftung zu bewerten? Also die Schwesterpartei von der CDU ist ja die LDK im Kosovo, rein formell jetzt gesehen, unabhängig davon, wer jetzt bei der LDK ist. Die LDK hat eine unglückliche Rolle gespielt in den letzten Wochen. Ich nenne es mal jetzt so neutral, weil ich muss in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender natürlich das so sehen. Und wir haben sehr viele LDK-Mitglieder auch in den eigenen Reihen, die wirklich unzufrieden sind. So, was hat denn die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die CDU konkret in diesem Prozess begleitet oder moderiert oder delegiert, damit damit diese Haltung kommt? Und welche, manchmal hat man auch das Gefühl, die Europäische Union ist nicht konsequent in ihrem Handeln, also ich rede jetzt als deutscher Bürger mit diesem politischen Verständnis, wenn es dann darum geht, auch zu, also zu sanktionieren. Egal, ob jetzt ein Orban irgendwelche populistischen Dinge raushaut oder jetzt vielleicht in der LDK populistische Stimmen bekannt werden. Ich denke mir, so in einer europäischen Familie muss es doch dann auch eine Leitlinie geben. Zu Hause kann ich auch nicht machen, was ich will. Also ein bisschen platt gesprochen. So, was das ist die CDU konkret? Wie arbeitet die? Ja, also Sie haben es sehr schön beschrieben. Das ist, sagen wir mal, die Europäische Union ist eben kein Zentralstaat. Sie ist eher eine Art Staatenbund. Und stark kann die Europäische Union sein, wenn sie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreibt. Aber nach wie vor ist der Zustand der, dass dann doch die einzelnen Nationalstaaten auch noch ein bisschen eigene Außen- und Sicherheitspolitik machen wollen. Und deswegen kommt es so oft zu der unentschiedenen Haltung in der Europäischen Union. Das ist ein echtes Problem. Daran wird zwar gearbeitet, aber wir sind nicht weit genug gekommen. Das ist richtig. Das Zweite ist, unsere politischen Stiftungen, auf die sind wir Deutsche stolz, weil es so etwas anderswo nicht gibt. Und ich finde, wir machen auch eine sehr wertvolle und gute Bildungsarbeit. Auch die Stipendien, die an junge Leute vergeben werden, sind ein nützlicher Beitrag, um jungen Leuten eine gute Ausbildung, vor allem an Hochschulen zu bieten und sie auch mit Deutschland näher in Kontakt zu bringen. Das läuft eigentlich ganz gut und ich sehe auch, wo man überall wieder Stipendiaten begegnet, die mit Begeisterung davon sprechen und die mittlerweile in wichtigen Funktionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind. Aber trotzdem bleibt natürlich, die Partnerparteien, die benehmen sich manchmal so, dass man sich über den Partner sehr, sehr wundert. Ne? Okay. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal Folgendes erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Weil Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und CDU ist und in Europa eine nicht unwichtige Rolle spielt, kommen sämtliche Parteien und wollen bei uns Mitglied werden. Also sind wir mal in Kosovo, ja? Tadji hat mit mir gesprochen, bitte, PDK, muss doch EVP-Mitglied werden, ja, und Partner von der CDU. Ja? Selbst Kurti von Wetwendossi hat mit mir gesprochen und gesagt, naja, könnten wir nicht auch mal was gemeinsam mit der Adenauer-Stiftung machen? Also sehen Sie, dass unabhängig von der ideologischen Zuordnung sehr stark dieser Wunsch ist, wir wollen mit einer der regierenden Parteien, am besten mit Angela Merkel, zusammenarbeiten. Das ist ja an sich nicht schlecht. Also vielleicht bin ich ja von meiner Haltung Genosse, aber finde ja vielleicht manche Themen in der Großen Koalition gar nicht so schlecht. Von daher können wir uns ja als Deutsche da gar nicht so, verstehen Sie, was ich meine, wenn es projektorientiert ist und themenorientiert ist. Sie vielleicht als Politiker im Arbeitsbereich oder Sozialbereich haben einen Standpunkt zum Mindestlohn und ich als Genosse habe auch einen Standpunkt dazu. Also wenn es inhaltlich ja nach vorne bringt und diese Reform begünstigt, wieso denn nicht? Aber wenn man dann spaltet und wenn dann von draußen vielleicht auch noch Öl ins Feuer gegossen wird, dann ist das ja kontraproduktiv. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Aber was ich damit sagen wollte, ist eben sozusagen sehr auf Personen zentriert. Ja? Also nicht der Inhalt spielt eine Rolle, sondern ich möchte gerne mit dem, der gerade die Macht hat oder was zu sagen hat, zusammenarbeiten. Also, ich kann mal so viel verraten, dass unsere Außenstellenmitarbeiter manchmal leicht verschnupft sind, dass ihre wertvollen Ratschläge doch nicht gehört werden, sondern das innenpolitische Machtspiel das Entscheidende ist. Es ist auch nicht Aufgabe der anderen Stiftung, in die inneren Entscheidungsabläufe der Partnerparteien hineinzureden, sondern denen ein Angebot zu machen zur politischen Bildungsarbeit. Ich glaube, das machen sie auch sehr gut. Und jetzt nehmen wir mal Mazedonien, ja, mit Gruevski, junger Kerle,
in der Opposition. Den hat die Adenauer-Stiftung aufgebaut. Wir haben mit dem Programmarbeit gemacht. Wir können das Programm einer konservativen Volkspartei in Mazedonien aussehen. Waren stolz darauf. Ja. Anschließend, als er dann der Macht war, die Politik gemacht hat, die er bekanntlich gemacht hat. Ja. Und dann war das alles ein bisschen vergessen. Und man hat sich als Adenauer-Stiftung, ich habe immer wieder gesagt, schon wieder hat die Adenauer-Stiftung jemand großgezogen, der das Gegenteil gemacht von dem, was wir miteinander ausgemacht haben. Ja. Ich will, dass die Arbeit der Stiftung ist wirklich wertvoll. Und wenn ich sehe, wie viele junge Leute vor allem da auch mit einem guten Rüstzeug hervorgegangen sind. Aber es bedeutet eben nicht, dass man die Machtspiele, die in den Ländern stattfinden, stark beeinflussen kann. Wie sehen Sie denn die Situation? Vielleicht, dass wir mal so einen Überblick machen. Wir haben gestern diese Situation mit dem Spezialgericht gehabt. Wir haben gerade eine Situation, die in Albanien zwischen Opposition und Regierung extrem brenzlig ist. Wir haben in Mazedonien Wahlen, die gerade irgendwie angestoßen wurden oder gerade der Wahlkampf findet statt. In Serbien haben wir einen Herrscher, der de facto einen Einheitsstaat regiert mit 63% und der ganz viele Projekte auch gern mal mit China und Russland macht. Also sicherheitspolitisch, machtpolitisch, geopolitisch sind da ja ganz, ganz brisante Spiele. Von Bosnien will ich jetzt mal nicht anfangen. Also Bosnien, nicht weil ich Bosnien außen vor lassen will, sondern weil es einfach nochmal ein eigenes Konstrukt ist. Und das ist ja der Vorhof von Europa. Also wie, man kann ja nicht immer diesen Zustand, den Sie so gut beschrieben haben, so lassen, wie er ist. So, und als Deutschland hat man ja ein besonderes Interesse, also ja, als Motor der Europäischen Union, so wie ich das immer sage, auf dem Balkan. Ja, ich weiß, jeder auf dem Balkan sagt mir, unser Weg in die EU führt nicht über Brüssel, sondern über Berlin. Und trotzdem muss ich mal als deutscher Abgeordneter sagen, es überschätzen Sie auch Deutschland nicht. Ja? Wir sind ein Land in Europa, die anderen müssen auch mitmachen. Europa funktioniert nur, wenn große Staaten und kleine Staaten gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht einer dominiert. Also von daher wird manchmal die deutsche Rolle stark überzeichnet und ich würde eher zu einer bisschen bescheidenerer Sicht raten. Das war jetzt ein bisschen dramatische und schwäbische Demut, die Sie haben sprechen lassen, im positiven Sinne. Ja, aber das muss man auch. Ja, weil bei Nordmazedonien und Albanien würde ich jetzt mal sagen, also dass das verschoben wurde, dass Abmachungen nicht gehalten wurden oder dass man sich nicht einigen konnte, war ja dann doch durchaus Deutschland, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt da was versprochen, das wurde umgesetzt, die haben viel Opfer gebracht, wir müssen jetzt mit denen, natürlich unter bestimmten Kriterien, das ist ja ein Prozess, das ist ja kein, also ist ja kein Anspruch, sondern in dem Prozess soll ja was transformiert werden. Ja. Also ich glaube, das Mittel ist eben der politische Dialog. Da ist ja gerade Angela Merkel jemand, die eine Eselsgeduld hat und den Dialog auch immer wieder neu ansteigt. Also so Geschichten wie jetzt Vucic und Russland und China, das halte ich alles für Spielereien. Ja? Die Russen schenken den Serben nichts. Ja? Geld haben sie auch keins übrig für Serbien. Also von daher halte ich das eher für so Spielereien, mal die Europäer ein bisschen zu ärgern. Aber das weiß man eigentlich einzuschätzen. Außer Spielerei steckt da letztendlich nicht viel dahinter. Und wenn man dann noch sieht, wie Putin den Machtanspruch des orthodoxen Patriarchats in Moskau noch mit befördern will, dann sieht man, dass da halt dann auch noch mit Kirchenpolitik Machtpolitik betrieben wird. Das glaube ich, wissen die Europäer, das wissen wir Deutsche einzuschätzen. Also viel Angst wird damit nicht ausgefüllt. Nein, was wir brauchen, ist in der Tat diesen politischen Dialog, wo man auch zusammenfinden kann. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir Deutsche weiter mit großer Geduld, aber auch Zähigkeit gehen werden. Und wenn man schaut, wo haben wir auf dem Balkan eigentlich Fortschritte erlebt, dann kann eigentlich jeder sich an 5 Fingern abzählen, dass wir noch das erlebt haben, wo auch Dialog sich durchgesetzt hat. Da, wo mit Gewalt was durchgesetzt worden ist, war es nicht von Bestand, sondern ist nach kurzer Zeit wieder zusammengebrochen. Was für ein Typ Politiker muss auf den Balkan kommen, damit dieser Prozess oder dieser Dialog weitergesetzt wird? Also weil ich versuche jetzt nochmal auf diesen Aspekt von gestern einzugehen, dass das ja durchaus alles fragil ist und dass auch Politiker mit einer Vergangenheit Machtgeschehen oder Staaten ja leiden.
die vielleicht auch in ihrer Haltung oder in ihrem Wertekonsens durchaus andere Interessen oder andere Machtverständnis oder ein anderes Machtverständnis haben, wie der europäische Dialog oder irgendwelche Kopenhagener Kriterien das gerne wünschen. Also ich fange jetzt mal mit dem an, wo ich zuletzt drüber gesprochen habe, eine Erfahrung, die ich als Vorsitzender der Maximilian Kolbe Stiftung mache. Also historische Vergleiche hinken meistens, deswegen soll man sie nicht anstellen. Trotzdem muss ich es ein bisschen so machen. Manchmal kommt mir die Situation auf dem Balkan so vor, wie in Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Schauen Sie, nach dem Ersten Weltkrieg war die große Lüge der Deutschen, im Felde ungeschlagen, hat man diesen Friedensschluss von Versailles unterzeichnen müssen. Die Wahrheit war, die Deutschen haben den Krieg verloren gehabt. Die deutsche Armeeführung hat dem Kaiser erklärt, mit Gewinnen von Krieg ist nichts mehr. Ja? Wir sind am Ende. So. Aber mit dieser Lüge, politischen Lüge, die ja dann noch zu schrecklichen Folgen, auch politischen Morden in Deutschland führte, hat man agiert. Ähnliche Schichten anderswo, die man jetzt erzählen könnte. Und erst mit der völligen Zerstörung Niederlage Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hat man begonnen, mal ehrliche Geschichtserzählungen über die Vergangenheit zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was dem Balkan dringend notwendig ist, eine ehrliche Analyse. Ja? Und eine ehrliche Einordnung der eigenen Geschichte. Sonst pflegt man immer neue Ressentiments und Nationalismen, die letztendlich nicht stimmen. Ja? Also das ist, finde ich, ein Mangel. Es gibt wenige Politiker, wenige Persönlichkeiten, die diese ehrliche Analyse machen. Aber nur mit Fremdeinwirkung, Herr Weiß, also Sie erlauben mir jetzt, wenn man in Ludwigsburg studiert, dann lernt man ja auch noch ein bisschen Geschichte. Ohne Fremdeinwirkung und vielleicht ohne einen dritten Mediator funktioniert das auch nicht, wenn wir an die Denazifizierung denken. Also wir tun immer so, als wären Dinge selbst abgelaufen. Oder wenn ich höre, so Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich kann verzeihen, weil Deutschland Sühne gemacht hat und eingestanden hat, Fehler oder eine Fatalität begangen zu haben, das findet ja auf dem Balkan nicht statt. Also es gibt da keinen Schuldigen. Ja, so ist es. Es gibt nur Opfer. Und wenn es nur Opfer gibt, dann braucht man vielleicht einen Dritten, der mal sagt, naja, vielleicht warst du da schuldig und da warst du auch schuldig. Also Sie sehen, worauf ich hinaus will. Weil Europa erwartet etwas, aber wenn es dann brenzlig wird, wie bei solchen Kriegsverbrechergeschichten oder Kriegsverbrechen wie in Srebrenica und an vielen anderen Stellen, dann tut Europa zu viel politische Korrektheit von draußen praktizieren und sagt, naja, aber wenn es um Landaustausch geht, wir lassen die mal machen, mehr oder weniger. Und dann, wenn es halt brennt, dann tun wir etwas. Aber wir sagen nicht von vornherein, sagen wir nicht, hey, wir sind dagegen. Also verstehen Sie, was ich meine, dieser Widerspruch? Aber ich glaube, von deutscher Seite hat man zu dem Thema Landaustausch immer eine klare Antwort bekommen. Ja. Ich will es an einem anderen Beispiel erzählen. Mit der Maximilian-Kolbe-Stiftung haben wir jetzt über mehrere Jahre versucht, Folgendes zu machen. Mit einer kleinen Gruppe von Leuten, bestehend aus orthodoxen Serben, katholischen Kroaten und muslimischen Bosniaken, drei Orte zu besuchen, an denen jeweils eine dieser Ethnien oder Gruppen eine andere abgeschlachtet hat im Krieg. Also eine Rundreise zu machen, wo jede dieser drei Gruppen einmal die Tätergruppe ist. Ja? Alles gut vorbereitet, alles gut organisiert. Am Schluss sind die serbisch-orthodoxe Kirche abgesprungen. Hm? Beim letzten Mal hat es jetzt zum ersten Mal geklappt. Ich erzähle es einfach, wir brauchen mehr solcher Initiativen und Versuche, ja? Sich miteinander der eigenen der Vergangenheit zu stellen und die ehrlich aufzuarbeiten und zu bearbeiten, dann fällt vieles dieser Ressentiments weg. Und jetzt zu dem Thema Gebietsaustausch. Die Serben, die Kosovaren, sie wollen nach Europa. Und die Idee von Europa ist, dass die Grenzen nicht mehr wichtig sind. Dann brauche ich auch keinen Gebietsaustausch zu machen.
Also, ich, Peter Weiß, bin Abgeordneter des Wahlkreises Emmendingen-Lahr, der grenzt an Frankreich, an das Elsass an. Ja? Das Elsass ist ein Gebiet, in dem man traditionell Deutsch sprach. Das sind meine Verwandten. Hm? In den letzten 150 Jahren hat zweimal die Deutschen das zurückgeholt. Nach dem Krieg 70-71, ja, Elsass kommt zu Deutschland. Zweiter Weltkrieg, Elsass kommt zu Deutschland. Anschließend wieder zurück zu Frankreich. Das ist doch heute kein Thema mehr. Wir haben offene Grenzen. Wir machen auf beiden Seiten des Rheins Förderprogramme, lernen die Sprache des Nachbarn. Wir sind miteinander Europäer. Und es kommt kein Mensch mehr auf die Idee, irgendwie Gebietsansprüche zu stellen. Das braucht man auch nicht. Zu was denn? Was hast du von so einem Flecken Erde? Nichts. Du kannst auf beiden Seiten arbeiten gehen. Du kannst heiraten. Du kannst, wenn du die andere Seite besser findest, dorthin dein Häuschen bauen. Viele Leute bei mir haben ein Häuschen im Elsass gebaut und wohnen im Elsass. Warum? Weil dort ein bisschen billiger ist, Häuser zu bauen. Ja? Ja, why not? So, es gibt kein Problem. Und deswegen ist eigentlich so eine Gebietstauschgeschichte ein völliger Anachronismus, wenn man nach Europa will. Und das finde ich, das sagen wir auch den kosovarischen wie den serbischen Politikern. Und ich würde mir wünschen, wenn das auch mehr Leute wiederholen würden, die ein bisschen eine Ahnung haben, was Europa eigentlich heißt. Nämlich Grenzen spielen keine Rolle mehr. Wir können aber Europa nicht als Europäer zweiter Klasse wahrnehmen. Wir haben keine Vergleichswerte, wenn wir isoliert sind. Wir haben keine Vergleichswerte, wenn wir nicht ein anderes System gesehen haben. Also verstehen Sie, was ich meine? Wir wissen, dass es durchaus zivilgesellschaftliche Prozessschübe in Albanien und Mazedonien gab nach der Visa-Liberalisierung. Wir wissen, dass im Kosovo eben halt niemand gesehen hat, wie Freiburg aussieht und dann auch nicht antworten kann, dass Pristina vielleicht ein bisschen mehr wie Freiburg aussieht. Also, wenn diese Ungleichheit vorhanden ist. Und ob wir das, weil ich habe oft das Gefühl, Europa agiert ja aus der sicherheitspolitischen Perspektive. Solange es ruhig ist und Porzi und Vucic das ruhig halten, lass wir die mal laufen. Ja, wir erwähnen immer wieder Korruption und wir erwähnen vielleicht so diese ganze Problematik, die da so irgendwie ist. Aber solange es ruhig ist, ist okay. Erst wenn es so kritisch wird, bei so kritischen Themen und schwierig wird und dann auch natürlich die Amerikaner noch mit ins Spiel kommen, die ja sicherheitspolitisch nochmal ein ganz anderer Faktor auf dem Balkan sind, rein militärisch gesehen und auch als Autorität wahrgenommen werden, dann wird es ja erst interessant. Also so, sollte man da nicht klarere Kante zeigen? Sollte man nicht mit diesen politischen Garden, egal welcher politischen Partei, auch einen anderen Umgang haben? Und welchen Umgang? Okay. Lassen Sie mich erstmal so anfangen. Ich weiß aus vielen Gesprächen ja auch, dass das stimmt, was Sie sagen, dass viele auf dem Balkan sagen, ihr Europäer vertröstet uns nur, wir sind Europäer zweiter Klasse. Ja. Für uns werden andere Bedingungen aufgebaut, wie für diejenigen, die schon in der EU drin sind und so weiter und so fort. Es gibt natürlich, und das muss ich wirklich ehrlich zugeben, unter den deutschen Abgeordneten so ein Negativbeispiel. Und das ist der schnelle Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Und Sie werden immer wieder zu hören bekommen, also das, was wir mit Bulgarien und Rumänien gemacht haben, das machen wir nicht noch einmal. Ja, weiß, das lasse ich nicht als Argument sehen, weil dann bestrafen Sie die anderen, die gar nichts dafür können. Und nein, natürlich. Also Ihre Kollegen, nicht Sie. Ja, also nur das, ich will einfach sagen, ich will einfach erzählen, wieso das Denken auch ist. Ja. Oder was halt prägend ist. Das eine, dann sitzt natürlich tief im Bewusstsein die ungelöste Zypernfrage. Also eigentlich darf man sowas auch nicht machen. Ein Land aufnehmen in die Europäische Union, ohne dass dieser Konflikt gelöst ist. So, jetzt kann man natürlich als Bürger auf dem Balkan sagen, warum sollen wir abgestraft werden für die Fehler, die andere gemacht haben? Wir waren ja nicht dabei. Aber ich glaube, ich muss einfach ein wenig Verständnis machen, was so einen deutschen Politiker, auch einen Bundestagsabgeordneten bei dieser Frage beschäftigt.
Und das Zweite ist, das habe ich vielen Politikern auf in Balkanstaaten gesagt, wisst ihr, wenn ihr mal für einen Überraschungseffekt sorgen würdet, ja, was positive europäische Entwicklung anbelangt oder eine moderne politische Kultur, dann glaube ich, würden sich die Türen sehr schnell aufmachen. Weil natürlich gehört der westliche Balkan zu Europa, gar keine Frage. Ja? Wohin denn sonst? Jetzt diese wenigen Staaten außerhalb Europas sind, ist auch auf Dauer kein guter Zustand. Aber leider sind die Westbalkanstaaten nicht für eine Überraschung gut. Bislang zumindest nicht. Es wäre schön, wenn es einmal gelänge, dann würden sich, glaube ich, sehr schnell auch die Türen öffnen. So, das ist jetzt mal das, was ich so einfach als Empfindungen vortragen kann. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Lieblingsfrage immer am Ende. Welche Rolle spielt denn die Diaspora dabei? Also die albanischstämmige? Weil da habe ich auch das Gefühl, hat die deutsche Politik nicht wirklich irgendein Konzept erarbeitet, um zu sagen, wir nutzen diese unglaublichen Ressourcen. Mhm. Also im Vergleich zu anderen Ländern, wie jetzt den USA, die ja durchaus durch Extraprogramme oder Förderung durchaus ein anderes Standing oder ein anderes Statement auf den Ländern halt setzen. Welche Rolle spielen die ganzen albanischstämmigen bei Ihnen in Freiburg und Umgebung oder die, abgesehen davon, dass sie sehr viele Wähler sind, die 120.000 Menschen in Baden-Württemberg und Stuttgart herum leben und so, glaube ich, eine der besten integrierten Gruppen gemäß statistischen Landesamt zählen. Was für eine Rolle spielen die für diese Entwicklung oder diese positive Überraschung aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem Kontakt, aus Ihren Erfahrungen? Also was das, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit anbelangt, ist meine Erfahrung, dass die Diaspora eine positive Rolle spielt. Zum Beispiel bei mir im Wahlkreis, die Arbeit von Stern des Kosova wird eigentlich von allen anerkannt und geschätzt. Die machen das auch außergewöhnlich gut und sympathisch. Da kommen gut herüber. Das Zweite ist, viele sind ja auch wirtschaftlich sehr aktiv, als kleine Unternehmer mit gutem Erfolg und sind da geschätzt und geachtet mit ihrem Engagement. Es ist auch so, dass ich sagen muss, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit guten Ergebnissen und Noten. Also ich glaube, das ist schon anerkannt. Auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung nicht wirklich weiß, was die Diaspora leistet. Also dass ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes Kosovo lässt sich von der Diaspora erwirtschaftet wird. Und Kosovo, aber auch die anderen Westbalkanstaaten, wirtschaftlich massiv von der Diaspora und vom Fleiß dieser bei uns in Deutschland lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger abhängt. Das wissen die Fachleute, aber das weiß die große Masse der Bevölkerung nicht. Wie wäre es denn mit Hermesbürgschaften, dass die nicht das Geld für Konsum hingeben, sondern investieren? Wäre das ein Ansatz? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Warum kommt man da nicht in, oder keine Ahnung, irgendein Kooperationsprojekt in Form von Public-Private Equity? Also wir haben ja jetzt hier ein 100 Millionen Euro Stromnetz gesponsert von der KfW mit Albanien, diese Stromtrasse. Wären solche Projekte nicht eine Form, wo dann auch Investitionen aus der Diaspora durch eine Sicherheit gedeckt werden? Also nur so als Anregung, wo wir uns in Expertenkreisen, in unserer eigenen Community darüber fragen. Oder Energieversorgung, ein ganz großes Thema. Generell Energieversorgung, nachhaltige Energie, saubere Energie, sind ja auch EU-Kriterien, die getroffen werden müssen. Ja. Hat die Politik in diesem Kontext irgendwie, keine Ahnung, Konzepte gedacht oder noch nicht? Also Sie haben vollkommen recht. Da ist jetzt nicht extra die Diaspora im Blick. Ja. Auf der anderen Seite finde ich Ihre Idee eine durchaus interessante und sympathische, zu sagen, komm, da sind doch Leute, die auch wirtschaftlich aktiv sein wollen und können, die durch ihre Abstammung eine Verbindung auch mit diesem Land haben. Es muss nicht unbedingt Berliner Wasser sein, es kann auch jemand anders sein. Ja. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken. Haben Sie noch einen Schlusssatz? Weil ich will Ihre Zeit, weil wir haben 45 Minuten, glaube ich, ausgemacht. Wir sind schon leicht drüber. Was würden Sie sich wünschen, also so für die, sagen wir mal, für die nächsten 5 Jahre, was auf dem Westbalkan passieren müsste, wo Sie dann als Schlusssatz sagen, das wäre mal eine gute Entwicklung,
außer einer Überraschung. Was wäre ein guter Anfang, vielleicht im Kleinen, wo man dann, was wir auch von der Politik, und wir würden nur, wenn ich meine Wünsche äußern könnte in den nächsten 6 Monaten EU-Ratspräsidentschaft, dann würde ich mir erstmal wünschen, dass die Visa-Liberalisierung kommt. Also ja, erst als Privatperson, damit meine Schwiegereltern kommen können oder was weiß ich, Verwandte, Nichten auch zu Besuch kommen können, um mal Hamburg oder auch Stuttgart zu sehen, wo ja meine Familie in der Nähe von Reutlingen wohnt. So, das wäre mein erster Wunsch. Und mein zweiter Wunsch wäre, dass man diesem jungen Land nochmal durch die Politik, die von der EU und insbesondere von Deutschland, die ja anders wahrgenommen werden, den richtigen Wege setzt und leitet. Also mit klaren Vorgaben und Kriterien. Was wären Ihre Wünsche an die Westbalkanländer oder jetzt an den Kosovo oder Albanien, Mazedonien, wo Sie sagen würden, das wäre gut, wenn das in nächster Zeit passiert? Also weil wir ja schon so viele Jahre darüber reden und es ja wirklich auch ein Schlüssel für den Kosovo, was die EU-Mitgliedschaft anbelangt, ist, wenn in den nächsten 5 Jahren tatsächlich so etwas wie ein Grundlagenvertrag zwischen Serbien und Kosovo über die gegenseitige Teilanerkennung, sage ich immer ganz vorsichtig, und Zusammenarbeit zustande käme, angesichts dessen, dass wir auf beiden Seiten ja pragmatisch handelnde Regierung haben, das würde sicherlich einen großen Aha-Effekt auslösen. Mhm. Sabalot, die bekommen das hin. Die sind doch auf einem guten Weg nach Europa. Dann wäre es natürlich schön, wenn wir bei den jetzt eröffneten Verhandlungskapiteln so weit kämen, dass man sagen kann, man kann die nächsten 3 oder 4 oder 5 Kapitel eröffnen, damit man eigentlich auch einen Fortschritt in den Verhandlungen sieht. Das wäre auch eine gute Sache. Und lassen wir noch eins zum Thema Kirche sagen, ja, weil ja doch die Religion und die Verhältnisse gesellschaftlich sehr eng miteinander zusammenhängen. Ich habe an mehreren Dialogveranstaltungen mit der serbisch-orthodoxen Kirche teilgenommen. Wenn gerade diese für viele Westbalkanländer so wichtige Kirche die Tür aufstoßen würde zu einem Dialog, ja, gesellschaftlich, politisch, kirchlich, das wäre auch eine tolle Sache. Und ich habe das dem Patriarchen auch anscheinend ein paar Mal gesagt. Ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, da ist eine gewisse Ängstlichkeit. Wissen Sie, dann wäre ein wichtiger Akteur, der auch für den Nationalismus steht, würde ein Wandel durchgehen. Also da würde das würde ich mir wünschen, dass da ein nächster Patriarch kommt und sagt, so, also, wir wollen Kirche für alle sein, wir wollen uns öffnen, wir wollen dialogbereit sein, ja, und das politisch auch mit unterstützt. Das wäre für mich eine Idee, die würde auch überzeugend wirken, ja. Herr Weiß, ich danke recht herzlich für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns dann mal bei Gelegenheit auch live in Baden-Württemberg oder in Berlin sehen. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal für diese Perspektive, die jetzt doch bereichernd war. Und sicherlich werden wir da noch das eine oder andere Mal vielleicht auch gerade zu dieser Arbeitsmarktgeschichte, wenn das verlängert wird, oder zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz Fragen haben. Vielleicht kann man da auch was in die Richtung machen, also spezialisiert wirklich nur darauf, jetzt ohne diese anderen Themen. Vielen Dank, ich wünsche einen schönen Abend in meine zweite Wahlheimat Baden-Württemberg und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Vielen Dank, schönen Abend noch, tschüss. Und vor allen Dingen in diesen Zeiten, bleiben Sie gesund. Sie auch, auf jeden Fall, bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.